Und damit herzlich willkommen zum Livestream. Die Laura ist mit dabei. Wir bearbeiten heute. Moment, ich muss kurz den Instagram-Namen raussuchen. SpicyRamen.cos. Sieht auch sehr spicy aus in seinem Kos. Kann absolut, ja. Und auch in seinem Levi-Kos, ja. Aber das kommt später irgendwann. Ist noch spicier. Oh ja. Vor allem wie Sakis Laserschwert poliert hat. Das war sehr gut. Ein sexy Stream, nur Ü18 bitte. War schon sehr stark, ja. Ja, anyway, wir haben heute diese beiden Bilder hier, die ich mir ausgesucht habe. Und die werden wir, also generell hier diese Schatten weg, diesen Schatten weg, den Schatten hier am Boden weg, das Schild da hinten weg und dann halt noch Licht-Composing bei beiden. Und dann gucken wir mal, was uns noch so einfällt. Aber ich glaube, das war es auch tatsächlich schon. Vielleicht machen wir noch so eine kleine Navi hin, weil er gerade so dahin guckt. Aber wir werden es sehen. Gut. Eine Navi wäre eigentlich total süß. Hey, schon, listen. Hey, listen. Schon, oder? Wäre schon nice. Ja, schon cute. Passt schon, dann machen wir hier kopieren, ballern es auf das zweite. Nehmen beide, Detail, Entrauschen. Aus wie Trockenbrot. Das ist der Stein. Ich könnte es ja auch noch auf meinem Handybildschirm sehen, da ist es ein bisschen klein. Ja, okay. Sieht aus wie Trockenbrot. Ja, fast. Ich bin ein Riesenfan von Trockenbrot, ne? Ja? Nächstes Cosplay einfach Bernd das Brot. Boah, ich hab gerade kurz dran gedacht, ne? Kindheit hält. Fände ich lustig. Würde ich auch feiern, muss ich sagen. Das ist genauso wie Patchy, ja? Das ist halt einfach Kindheit, ja? Finde ich saugeil. Ja, ist wirklich. So, öffnen. Speichern. Direkt erstmal speichern. Ja, das ist ganz wichtig. Das Wichtigste. Vielleicht nichts Traurigeres als nicht zu speichern. Smart Object. Smart Object. So. Dann mal erstmal hier. Ganz quick and dirty. Ich muss mir kurz mal gucken, wie Navi aussieht. Eigentlich so ein Ball mit zwei Flügeln. Eigentlich nur so ein Blob, ja. Ja. Gut, dass wenn ich Navi eingebe, mir wirklich ein Navi zeigt. Ja, das war so auch abzusehen. Die sieht sogar sehr detailliert aus. Die hat vier Flügel. Und ein blauer Blob. Warte mal, ein Blob, oder? Ja. Ein blauer Blob mit vier Flügeln. Ja, ich dachte immer, die hat zwei, aber... Ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, welche Farbe die hat. Die ist blau, oder? Blau, ja. The more you know. Wohnt die auch auf Pandora, ja? Die blaue Navi. Jesus. So. Das heißt, ich kann mir auf jeden Fall hier, während das Ding hier schon mal was rödelt, hier kann ich mir auf jeden Fall schon mal den Flügel organisieren. Und eine Flare? Flare! Fairy Wings. Habe ich so laut geschrien, ich hab meinen Hund erschreckt. Oh no! Der arme Hund. Die fand auch schon. Richtig coole Feenflügel. Damn, boy! Es gibt sogar ein Hexenkostüm in 3D. What the fuck? Was? Ja, die Webseite, die ich da benutze, Envato Elements. Für die ich 260 Euro im Jahr zahle.
Oh, hat er sich aufgehängt? Adobe ist sich nicht so ganz sicher, was er machen will. Ja, es ist gerade irgendwie. Ich werde danach gleich nochmal speichern, aber das ist mysteriös. Das letzte 1%. Ja, merkt das schon. Wings. Oh mal, vielleicht sind da noch bessere Wings dabei. Ah, Schmetterlingsflügel, ja, doch. Nochmal kurz gucken. Naja, das Navi hat zu lang gezogen, ne? Versuchen wir eher Libellenflügel. Ja, ich glaube nicht, dass der das so spezifisch hat. Ich habe effektiv, warte kurz, ich habe 5 Seiten, wenn ich nur Flügel eingebe. Also es ist tatsächlich nicht so viel Auswahl. Okay, ich würde trotzdem mal eher so Richtung Libellenflügel gucken. Ich glaube nicht mal, dass der das Wort Libelle kennt. Ich habe Das hat sich. eine Mantis, habe ich. Eine ganze Mantis. Ne, Hauptsache eine Mantis, aber keine Libelle. Nichts. Ich hätte Ich aber auf glaube, er einen ist Fall nicht gewusst, abgestürzt dass eine Mantis tatsächlich. auf Flügel hat. Hat sie? Hat sie, ja, aber wäre ich nie drauf gekommen. So. Hier, Wenn ich ein jetzt an Flügel tiefgekühlter denke, Chicken denke ich nicht Wing. an Oh eine mein Gott. Mantis. Ein tiefgekühlter Chicken Wing war da gerade. Und hier ist ein gebratener Okay. Chicken Wing. Nice. Nice. Chicken Nuggies. Jo, ich glaube, der ist wirklich hier. Wo? Oh, doch, ist Hm? ab. Nee, ist nicht abgestürzt, aber er hat es auf jeden Fall nicht gemacht. Ich speichere kurz. Just in case. For good manners. Hm. So. Oder ein Wario-Cosplay. Wario. Hm. Fühle ich, Da muss okay. man nicht so dünn sein dafür. Wow. Ja, voll rein, ne? Jetzt erstmal gucken, hey, das schwarze Kleid ist verschickt worden. Das ist irgendwie ein Monat zu früh. Ist aber doch nicht schlecht. Das bringt mir aber nichts. Ich hab nichts dazu. Ich hab die Haare nicht, ich hab den Ach so, Unterrock nicht. okay. Ja, gut, lieber da als nicht, ne? Ja, true, vor allem für den Sommer, wenn es jetzt doch warm wird. Jo. Kann man das auch so tragen. Aber die grauen Haare fand ich noch voll cool. Die habe ich noch gesehen, dachte mir, yeah. Ich habe eine Libelle gefunden. Nice. Muss nur gucken, ob die. Warum kriegt der denn das nicht geschissen da unten links? Was ist falsch mit dir? Ich starte, glaube ich, gleich Irgendwie mal kriegen wir den da Ding nicht. neu. Ja, das könnte hinhauen mit den Libellenflügeln, wobei die auch nicht spitz genug sind fast. Aber die kann man ja hinbiegen, das ist okay. Hinbiegen. Man nehme die Flügel und zerruppe sie. So vielleicht jetzt nicht so schlimm, aber die lade ich mir auf jeden Fall mal runter. Irgendwie mag So. der nicht. Mein Internet stirbt auch gerade, sehe ich gerade. Ich lade gerade die Libelle mit 23 kW runter. Moment, ich mache mal kurz das Das wird ein bisschen Speedtest. dauern, Mal kurz das Speedtest. Moment. Vielleicht liegt es am Internet. ja. Download 400, okay. Das ist wild. Komm, zeig mir den Upload. Upload 200. Was ist jetzt wieder hier los? Netzwerk 1% Auslastung. Hä? I don't understand. The fuck? Klingt wild. Dear ladies and gentlemen, because of technical difficulties, we need to stop the stream. Es ist lustig, wie du ins Indisch abgedriftet bist. Sehr gut. Stark. Ja, da habe ich wieder viel mit den indischen Kollegen gesprochen. Wenn es um schlechte Neuigkeiten geht, dann drifte ich immer ins Indische ab. Okay. Es ist ja Wahnsinn, warum lade ich so langsam runter? Was soll das? Oder kickt hier gerade aggressiv
Warte mal, ich teste nur mal, ob ich das hier schneller machen kann, ob es wirklich an dem Ding da unten liegt. Es geht auch so langsam. Das habe ich noch nie so langsam gesehen. Oh, das ist tatsächlich ein bisschen sehr langsam. Ich meine, er war nie wirklich schnell, aber auch nicht so ultra langsam. Ja. Und zum Ende verschluckt er sich dann. Ja. Aber wir haben endlich die Libelle drunter geladen. Das ist schon mal gut. Hat ja nur 10 Jahre gedauert. Aber das ist irgendwie nix, ne? Das ist eine Libelle mit eingeklappten Flügeln. Das ist noch eine mit ausgeklappten. Schauen wir uns die mal von unten an. Ja, ich breche es mal nochmal kurz ab. Starte das, die Beta-Version hier da nochmal neu. Alles speichern. Kann natürlich auch sein, dass in der Zwischenzeit, in der ich das Ding gestartet habe, ein neues Update rausgekommen ist. Das schießt dann auch immer ganz gern quer. Toll. Ja, ich guck mal nach. Creative Cloud. Ja, es gibt irgendwie gefühlt jeden Tag Updates. Das ist bei den Beta-Applications ist das normal. Die Updates? Ich bin froh, dass es Updates gibt für die Beta. Ja, klar, aber ich sag mal, vor dem Announcement, dass es ein Update gibt, hat's perfekt funktioniert. Warum? Ich habe noch nicht mal geupdatet. Naja, whatever. Das ist schon mal ein Vorgeschmack. Ah, cool. Das ist nice. Right, man freut sich auf mehr. So, ich teste nochmal. Da kriegt man direkt Bock. Safe. Neckt immer noch. Ja. Google mal. Generative fill very slow. But now it takes like 5 minutes. Ah ja. What the fuck? We solved the problem. Was giving network error after waiting for a long time. The solution is ridiculous. I fixed the problem by connecting to another Wi-Fi network. I hard reset my own router and create... What the fuck? Als ob ich jetzt meinen Router neu starten muss. Seid ihr dämlich? Vielleicht einfach nur mal Internet disconnecten und neu connecten. Moment, ich muss noch kurz was gucken. Wie kann das so einer großen Firma wie fucking Adobe passieren, dass ich meinen Router neu starten muss, weil deren Scheißprogramm irgendwelche Probleme hat? Warum? Wie kann sowas passieren? Ich dreh durch. Ah, Moment, es kann auch sein, dass ich nicht genug Credits habe, aber ja, das glaube ich irgendwie nicht, weil ich habe unendlich, also irgendwie 500 Stück oder sogar 700. Kurz mal nachgucken. Es wäre natürlich belastend, wenn ich jetzt die Credits schon ausgereizt hätte. Ich vermute nicht. Also so früh im Monat? Nee, naja, ich hab noch 586 und ich habe insgesamt 750. Na siehste. Das kannst du eigentlich nicht sein. Ja, das kannst du nicht sein. Der darf ja nicht wahr sein hier. Hey, um ich zahle also so viel Geld an das Scheiß. Also umkehrschluss, hast du echt deinen Router nochmal nachgerüstet? Das darf ja nicht wahr sein. Echt komisch. Ist das der einzige Fix für das Problem? Ich guck grad noch.
Anybody else experienced this? Update, ja, habe ich gemacht. Downgraded, auch dasselbe. Abnormally slow, nein. Not on your machine, bla bla bla. Okay. Also ich habe ja gerade mein Internet Speed gemessen und es ist alles in Ordnung. Also 400 hoch, 200 runter. Andersrum 400 runter, 200 hoch. There is a problem with generator failure. Ich weiß. After reinstalling it is working, but still very slow. Okay, das klingt auch genauso wie das, was wir gerade haben. Then launch Photoshop Demo. Oh mein Gott. Ja, also schöner. Oh, der Ladebalken ist fertig. Nee. Er hat's gemacht. Oh, wow. Aber halt 5 Minuten später. Damit hätte ich nicht mehr gerechnet. Ich auch nicht. Ich meine, ich habe Zeit, aber. Was zum Fick, Adobe? Das hätte jetzt aber auch echt lange gedauert, ne? Ja, und das ist halt nicht normal. Aber ich meine, während ich recherchiere, kann es ja währenddessen die Scheiße hier machen, ne? Aber ist trotzdem nervig. Mal gucken, ob Reddit irgendwas dazu weiß. The narrator is very slow. Same, it takes so long to generate everything that is borderline unusable. Junge, die random Kommentare ist einfach so gut. Not using was für ein Kommentar? It takes so long to generate everything that it's borderline unusable. Oh je. Einfach borderline unusable. Wild. Angeblich ist was falsch mit den Adobe-Servern. Alter, andere Leute mit einer Gigabit-Leitung können halt Sachen noch schneller generieren. Die machen 9000 auf 9000 Bild mit 300 dpi in 15 bis 17 Sekunden. Was zur Hölle? Ist ja Wahnsinn. Revert your version, ja. I've been visioning. This is. Das ist Wahnsinn. Ja, das ist wirklich. Es hat halt niemand eine Antwort darauf, gell? Also. Außer den scheiß Router neu starten, aber das sehe ich halt irgendwie nicht ein. Astrid. Ja,
Die Kommentare sind echt so hart einfach, aber es ist halt einfach so. Adobe ist halt einfach dieser Platzhirsch und das ist denen effektiv egal, ob das Produkt funktioniert oder nicht. Das ist wirklich, also die können sich's halt einfach leisten. Unendliche Traurigkeit. Hey, er ist fertig. Yay. Hey, er hat's geschafft. Ich finde das am besten. Am cleansten aus. So, oder noch das Schild da hinten. Das wird ein bisschen tricky, Disco, weil ich darf hier den Handschuh nicht treffen. Wobei, dann nehme ich am besten das Tool hier, entfernen. Schauen wir mal, ob es klappt. Nice. Gar nicht mal so scheiße. Ich meine scheiße, aber nicht so scheiße, wie ich gedacht habe. Die Mucke schallert wieder rein. Next. Ah, das war Dreck am Bildschirm, okay, sorry. So, dann machen wir erstmal hier die Schuhe. Ich glaube, ich mache nicht so viel mit AI jetzt. Weil es ja nervig immer da. Ha? Oh nein, manuelle Arbeit. Ist ja ekelhaft, ja. Naja, aber das, zumindest dieses Tool funktioniert gut, weil das halt mit der Rechnerleistung arbeitet. Das andere lädt halt die Sachen ins scheiß Internet hoch zu den scheiß Adobe-Servern. Und Small Indie Company, abartig. Basic Retouche. Da hätte ich wahrscheinlich die KI gebraucht, damit die da ein anständiges Zeug macht, weil er entfernt das Zeug hier nur. Das wird wahrscheinlich nicht so gut klappen. Nicht zufrieden. Schauen wir mal, was er so macht. Jesus Christ.
control. Your light is gone, and lonely darkness fill my soul. I wish that you could save me from my isolation. Ah, scheiße, ich hab's falsch gemacht. Egal. Minus. Schauen wir mal. Oh Gott, Alter, die Kommentare. Also ein Kommentar. Then retouch it, you lazy bum. Your ma needs a retouch. Ist wahr. Junge. Erst auf die Mom. Ah, stark, ey. Nee, nee, nee. Schwächen jetzt schon wieder schlimm, schlimm, schlimm. Ey, er hat's geschafft. Wow. Hey. Und ich drehe mich mal von links nach rechts hier. Tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Aber ich habe auf jeden Fall was falsch gemacht. Was? Was denn? Ich habe gerade was gesagt. Ich? Nein. Es war ein enttäuschter Seufzer, war das. Ah, also normales Atmen. Genau, bei mir schon. Sehr gut. Ich mache heute Feuer und Flamme für die Anubismaske gehen, nachdem es mich gestern so erbrezelt hat. Ja, das ist schon sehr belastend. Ja. Wann wollt ihr eigentlich dahin gehen? Wann ist denn das gewesen? Wohin? Das Ticket da. Was? Von aber. Achso, morgen. Das ist belastend. Ja. Tja. Nee, keine Ahnung, ich mag dahin. Was, wer will denn? Wenn ich nicht loswerde, dann gehe ich mit Marktl einfach hin. Ja, genau. Hab ich jetzt gemacht, ich habe irgendwas geklickt. Ups. Oh, der war auch echt Jahrhunderte hier. It is what it is. Und es ist schlecht. Einfach mal hier den Kopf. Du bist bis morgen nicht mehr fertig, du. Ja, ich gucke gerade nach einer Lösung, dass man das vielleicht, dass man das halt auf dem PC, also dass er halt den PC arbeiten lässt. Weil ich meine, ich habe nicht umsonst so ein scheiß tolles Drecksding gekauft, dafür, dass ich das Ding ins Internet hochlade und im Internet bearbeiten lasse.
Was ja irgendwie den Sinn und Zweck von einem Hochleistungsrechner verfehlt. Alter. Gar nicht mal schlecht. Not even bad. Ja, die Farbe muss ich ja noch anpassen, aber... da hat er reingeschissen. Jesus Christ. Oder! Das ist aber gut. Das ist richtig gut. Es wird getaked. Muss halt nur die Farbe anpassen, aber das ist nicht so schlimm. Mega! Das stimmt, gar nicht schlecht. Die KI ist abartig, also wie gesagt. Die kann richtig reinscheißen, die kann auch. Richtig. Und zwar mache ich da gleich hier meine super krasse Taktik. Die habe ich nämlich von Pixel Perfect gelernt. Aus einem 5 Jahre alten Video. Saugeil. So gut der Typ einfach. Ohne Spaß. Lieb den Typen, ey. Bester Photoshop Gott. So. So, ich möchte. Nee. Wie ging das nochmal? Doppelklick? Doppelklick. So. Was sollte denn passieren? Genau das. Siehst du diesen Gelbton? Ja. Er ist jetzt weg. Oh. Er ist da, er ist weg. Er ist da, er ist weg. Okay. Okay, sehe ich nicht unbedingt. Warte, du siehst es vielleicht hier oben ein bisschen besser. Er ist da, er ist weg. Er ist da, er ist weg. Er ist da, er ist weg. Nein, Mann, sehe ich leider nicht auf meinem Bildschirm. Scheiße. Warte, ich zoome auch näher dran. Er ist da, er ist weg. Er ist da, er ist weg. Okay, egal. Nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Und jetzt muss ich nur noch das anpassen. Stopp, Fluss auf 100. Mensch, Scheimer. Profis, Alter. So. Jesus Christus. Dann machen wir
Erstmal speichern. Sehr richtig. Richtig und wichtig. Oh, dann haben wir noch einen Mattifier. That looks interesting. Ah, ich muss natürlich auch Farben machen, ich bin ehrlich. Blau, lass mal so. Nur diese glänzenden Stellen hier noch weg. Ja, das passt. It's okay. Sonst irgendwas vergessen. Ja, ansonsten sieht eigentlich alles sehr clean aus. Gut. Schwere Geburt. Das Ohr hat am längsten gedauert. Nee, stopp, die Generierungen haben am längsten gedauert. Der Schatten, ja. So. Dann ballern wir hier noch die Augen heller. Erstmal nochmal speichern. Brighten Eyes. So, dann machen wir hier die Rottöne weniger und die Magentatöne auch weniger. Invertieren. Und zwar möchte ich hier weniger.
ganz kurz gucken. Und hier. Das ist alles das, ne? Mal später. Ist egal. It's okay. Dann ballern wir da noch einen Super Sharpen drüber. Bam. Hat der alles ausgewählt? Ist der doof? Ah, okay, der hat eine tiefen Map gemacht, okay. Okay. Schon ein krasser Effekt. Crazy. I like. Und dann müssen wir noch eine Navi bauen, habe ich gehört. Navi ist die wieder abgehend. Ach, die Fee, ja, ja, ja. Ach, die Quatsch, nein. Gut, aber gleich 10, dann muss ich mich wieder aufhören. Yes, yes, no problem. Jetzt sag ich mal die Libellenflügel, da bin ich schon gespannt jetzt. Ja. Gerade, weil ich habe gerade noch eine andere Libelle per Zufall gerade gefunden. Let's gucken. Ah, die hat schönere Flügel. Ja, die nehme ich. So, wo Download-Ordner? Ach, das dauert jetzt wieder 1000 Jahre. Warum auch immer ich so langsam runterlade. Ich verstehe es nicht. I don't understand. Nochmal speichern. Bin da schon irgendwie ein bisschen geschädigt von. Ja, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Da musst du auf jeden Fall eine Flare rein. Mindestens. Bisschen orange. Orange. Muss ja nur ein bisschen reinschallern. Weichzeichnen. Vollgas. Vollgas. Und dann machen wir hier noch Lichtstrahlen noch rein, ganz feine. Zum Beispiel. Ja, sehr süß. Zack. Und weichzeichnen. Eigentlich noch ein paar mehr gebraucht, warte mal. Das ist gut. Horizontal spiegeln.
Ah, Jesus. Like this. Machen wir das mal weg. Oder? Auf jeden Fall kleiner. Und Baton. Erben. Hey. Ein bisschen schöner. Was? Ein bisschen viel. Ein bisschen was? Du bist im abgehackt. Tumuch. Tumuch, ja. Vielleicht eine Flanke? So Godlight-mäßig. Zu stark, die Scheißdinger. Ich sehe schon, ich muss auf jeden Fall mir mehr Flares holen. Ja, 300 reichen nicht. Nee. Nee, irgendwie sind das nicht die passenden, weißt du, was ich meine? Ja, verstehe ich, mehr Flares. Einzigen, was halt immer gut sind, sind halt die hier, aber ich kann nicht jedes Mal dieselbe Flare benutzen, das sieht scheiße aus. Na, so. Halt super subtil, aber ich kann nicht jedes Mal dieselbe benutzen. doch. Okay. Gut, dann habe ich jetzt schon endlich mal runtergeladen. Ja, tatsächlich. Juhu. Downloads. Hallo, hallo, Navi. Und damit noch ein fettes Viech. Zack und zack. Jetzt machen wir da nur links und rechts noch draus. Füllen, einmal weiß. Na. Ah. Also klar, Fläche füllen. What's? Und hier auch einmal. Da hier. Fläche füllen, schwarz. Einmal links, einmal rechts. Kleiner machen. Brauchen wir hier einen kleinen Orb. Da habe ich sogar, glaube ich, tatsächlich schon eine Flare ready. Flare! Need a Flare. Man sagt Flare. Vielleicht dieselbe, die du benutzt hast für das Shikonatama. Ja, genau, genau, genau. War das, das? Wir sind nämlich drei Stück. Das da, glaube ich, noch. Die drei waren's. Bam, bam, bam. Negativ multipliziert. Yeah. Unknown brain. Marvin Divine. Ja, ist doch so cute.
Welchen Winkel zum Fliegen noch ein bisschen anpassen? Muss auf jeden Fall noch was, was nicht so. Warte mal. Noch was, was nicht so durchsichtig ist. Alle normal mal. Welches nehme ich denn als Hauptbody? Das hier würde ich gerne als Hauptbody nehmen. Dann machen wir mal. So. Zack. Weiche Kante. They called her Sauron. Let's go. So. Dann so. Ja, das kommt doch schon ungefähr hin. Farbe muss ich halt noch ändern, aber das sieht schon mal sehr gut aus. Wie süß das, ja. In Smart Object konvertieren. Machen. Ja. So. Und Farbton. Werden. Wie, echt blau, ne? Ja. Blau meine ich. Oh, Jesus. Sind die Flügel auch blau? Ich glaube, das ganze Ding ist auch blau. Das ist weißlich, aber trotzdem blau. Ja, 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 ja. Das ist nicht blau genug. Dieses Blau. Weiß. Blau-weiß. Oder? Ja, ich würde die Struktur von den Flügeln ein bisschen dunkler machen. Und dann über die Flügel, wie so, als wäre da so eine dünne Haut drin, weißt du? So was? Ein bisschen bläulich dann machen. Warte, warte. Oh, erstmal da die Tiefe rausgenommen, das ist gut. Kopieren wir gleich mal. Kopieren. Da rein. Ich muss die beiden auf jeden Fall noch kleiner machen. Muss auf jeden Fall hier noch eine weiche Kante zugeben. Mal 7 Pixel. Ich würde die Flügel im Allgemeinen ein bisschen blurren. Die sollen ja nicht so gestochen scharf sein. Ja, ja, das auf jeden Fall. Ich gebe der generell dann noch einen Blur dazu. So. Okay, das ist schon sehr cool. Was hast du noch gesagt? Du hast noch davor noch was gesagt. Ich hab's gerade vergessen wieder. Ich sagte, ich würde die Flügel selber, also das, was jetzt so weiß ist, ja, so durchsichtig halt auch ein bisschen Farbe geben. Ja, 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 genau das dass was. Dass die nicht ja durchsichtig sind. I remember. Jo, jo, jo. Oh, Jesus. Auswahlmotiv. Schauen wir mal, was er macht. War klar. Warum auch Glück? Nee, ist ja egal. Warte mal, ich habe eine Idee. Moment. Welche Farbe? Ja, was hast du jetzt gerade? So ein bisschen bläulich. Bläulich. Weißlich, blau, so. Schauen wir mal. Ich speichere. Ah, kein Smart-Objekt draus gemacht. Ich hasse mich.
Kann ein Mensch so wenig Glück haben. Das ist abartig, wirklich. Also, das ist, jetzt darf ich wirklich alles neu machen. Nein. Nee, darf ich nicht. Nee. Never mind. Alles gut. Mach das jetzt einfach Augenmalp. So. Und zwar nicht so, sondern darunter. Auch nicht so, sondern wenn dann richtig. Oh. Okay. Okay, ich muss es richtig machen. Never lachen. Warum auch? Es wäre auch zu viel verlangt. Reicht es nicht, wenn du das bei einem Paar machst und das spiegelt, die sind doch eins zu eins das gleiche. Ja, das ist korrekt. Wird die generell vom Winkel her so natürlich noch ein bisschen anpassen, ne? Ja, das muss ich jetzt hier erstmal. Moment. One after the other. Eins nach dem anderen, genau. Ja. Jetzt einfach mal generell und dann tue ich das Ganze als. Nee, stopp. Erstmal gucken, ob es gut aussieht. Fläche füllen. Weiß. So. Und dann machen wir hier. So. Und ein bisschen weiche Kante. Und jetzt können wir die Farbe noch ein bisschen anpassen, wie wir wollen. Ein bisschen heller. Ja. Ein Stück heller noch. So? Ja. Ja, das passt schon ganz gut. Okay, nice. Und ich weiß nicht, hast du ein Bild von der vor Augen? Ich habe sie auf Google Maps, ja. Google Maps. Ja, sieht schon relativ nah dran aus. Wobei halt die. Ob die nicht unteren auch um die Flügel rum eine weiße Kante hat oder so. Die Flügel sind dann auch eher so, also nach oben und nach unten. Ja. Ja. Ich muss sie tatsächlich noch splitten. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Okay. Das heißt, ich darf das hier nochmal machen. Kein Problem. Das heißt, ich muss alle vier Flügel einzeln machen. Halb so schlimm. Ich glaube, du wärst so schneller gewesen, wenn du die einfach per Hand gezeichnet hättest. Nee, safe nicht. Doch, klar. Du musst ja keine Flügel an sich zeichnen. Nur die Form die davon. Die Form, ja, das ist richtig. Gib mir einen Weichzeichner und mach eine Kante drum. Das sieht fertig. Kein Mensch. Ja. Merke so. Das ist korrekt. So, Fläche füllen, weiß. Scheiße, das ist natürlich falsch. 50-50 Chance, verkackt. Ist immer so. Welche Wünsche, schwarz. Und dann machen wir das gleich hier mit dem linken noch. Flügel. No. Das ADAC. So. Das ist der obere. Und das. Fuck.
Ah. Hey, ich bin doppelt. Nee, ich weiß, was da los ist. Ich mache jetzt erstmal hier kurz alles auf Null. Null, null, null. Ui. Der obere. Der untere. Und das hier müssten die beiden unteren sein. Yes! So, ein bisschen kleiner machen. So. Und der untere. Hä? Oh, schon ganz schön. Großen. Sind so. So, ungefähr. Hä, das ist schon nice. Gefällt mir ja, gut. Schon süß, oder? Ja. Ja. Sehr cute. Da machen wir noch ein bisschen Weichzeichner. Wer war das jetzt? Der links unten, okay. Der darf 4 bekommen. Dann bekommt der hier auch 4. So. Hä, das sieht voll geil aus. Oh mein Gott. Talk für dich. Ja. Das ist mega. So, machen wir mal hier ein Smart Objekt draus. In Smart Objekt konvertieren. The fuck did it do? Ist auf einmal schärfer geworden. Warum? Egal, wir machen es unscharf. Wir machen eine Bewegungsunschärfe rein. Ja. Ups, nicht so viel. So krass ist, dass es die Flügel zerhaut. Sehr gut. So, und zwar fliegt sie gerade weg. In this direction. Sehr gut, sehr gut. Nein, da ist der. Nein, ich habe die Flair vergessen. Bleibt mit 30 Sekunden. Oh, Mensch. Das Ding ist ein smarter Objekt. Ja, ich habe vergessen, die Flair in das Smart Objekt reinzufolgen. So, in Smart Objekt. Jesus Christus. Jetzt aber. Ich weiß, was ich vergessen habe. Ich habe den Innenteil von den Flügeln habe ich noch nicht gemalt. Mann. Okay, Steuerung Z. Weißt du, was ich meine? Dieser Innenteil von den Flügeln. Sieht weird aus, ja. Ja. So. Und zwar. Los. Swan. Musik ist wieder aus. Frechheit. Anzeige ist raus. So. Und wir wollen. Ja, wir wollen. Ein Boot bauen. Ein Boot bauen. Jetzt mal gucken, ob das gut aussieht. So, und dann haben wir gesagt, wir wollen das Ding. Der Kraft ein bisschen runter. Wir können hier auch negativ multiplizieren machen. Wir müssen sogar wieder ein bisschen hoch machen. Ups.
Wir machen weiches Licht. Weiches Licht ist eigentlich realistischer. Schon, oder? Blend's mal aus. Ja. Ja. Vielleicht ein bisschen weniger grün. Habe ich mir auch gedacht, bisschen mehr blau, bisschen mehr grün. Ja. Besser. Hm. Das ist besser. So. Ist. Passt. Okay. Machen wir daraus noch weich. Das sieht. Jo. Das gibt auf jeden Fall was. Jo, ist da die Unschärfe schon wieder drin oder noch nicht? Noch nicht. Ich habe es auch noch gar keinen Smart Effect rausgemacht. Aber kommt jetzt. Ich will nur mal überlegen, ob ich die darüber lege, über die Flügel. Oder darunter. Was meinst du? Also die, was meinst du mit darunter? Die Fläche, warte, ich zoome mal näher ran. So sieht man halt die einzelnen Flügelfäden, keine Ahnung. Diese Lines hier dazwischen sieht man relativ gut. Wenn ich es jetzt da drüber schiebe, dann sieht man es nicht mehr so gut. So. Sieht man eh nicht. Mit der Unschärfe sowieso nicht. Das ist korrekt. Wenn du ganz korrekt sein willst, dann müsstest du die Farbe hinter die Lines legen und dann die Bewegungsunterfe über alles drüber. Richtig. Dann kannst du ja mal versuchen, wenn das dumm ausschaut, dann überlegen wir uns sowas. Ja, warte, so, jetzt kann ich es dir mal schnell zeigen. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe irgendwas gemacht. Scheiße. Hä? The fuck did I do? Okay, Moment. Ich tue es jetzt dahinter. In Smart Objekt. Und negativ. Lol. Jetzt glowt es ja richtig. Alter. Okay, warte mal. Muss ich die Deckkraft ein bisschen reduzieren. Leuchtet richtig krass. Es hat richtig krass geleuchtet. Aber das sieht auch geil aus. Fuck, sieht gut aus. Ich finde es schon sehr nice, ja. Ich muss mal überlegen, ob wir die... Bin nicht so krass. Machen wir mal 60. Machen wir nur den einen Flügel hier, nicht so krass. Kein Unterschied. Warum ist es kein Unterschied? The fuck? Ah ja, okay, das macht sogar noch schlimmer. Perfekt. 91 waren wir. Okay. Gut. Dann lassen wir das so. Und dann mache ich das Ganze jetzt in eurer Bewegungsunschärfe. Ok. Und dann machen wir noch Partikel hinten dran. Ja. Voll rein.
So, ich habe da hier richtig geile Partikel. Ja, das sind so Crispel-Dinger. Das sind eigentlich gar nicht. Ich brauche richtige Partikel. Nehmen wir die hier. Welche Farbe? Ja, die passt uns doch schon ganz gut, oder? Dieses bisschen rosa, bisschen blau, das bunte. Bisschen. War das so? Ja, finde ich ganz gut. Moment, ich guck mal kurz. Also hier sind sie blau. Und größer. Und wenn du die Fireflies nimmst? Welche Fireflies? Die du bei Sango als Fireflies benutzt hast. Das sind die, glaube ich. Nur halt viele davon. Hm. Ist ja aber an sich kein Problem. Kann man ja machen. Kann man ja duplizieren. Bam, bam, bam. So, jetzt haben wir 4 auf einmal. Den Smart Objekt. Und dann machen wir hier noch Farbe ändern, färben. Blue. Und. Oh, so ist eigentlich ganz okay. Das ganze Ding nur noch ein bisschen größer. So. Upsala. Das wollte ich nicht. Maske invertieren. Aber invert. Was? Einmal invert. Yes. Das sieht super aus. Das sieht aus. Oh mein Gott. So, und jetzt machen wir nur noch was Cooleres. Das zeige ich dir. Also wenn du die Ebene duplizierst und dann die hintere Ebene blurst, ganz leicht, dann hast du so einen Glow noch bekommen. So, machen wir mal so. Ja, so müsste eigentlich schon passen. Vielleicht bloß nicht die hintere Ebene geblurrt, sondern die davor. Das war dämlich. Halb so schlimm. So. Ohne Blur, mit Blur. Also mit so einer Leuchte. Mit Blur, ja. Oh. Ja, cute. I like. Was ich mir jetzt gerade bloß noch aufgefallen ist, dass dieses Blau nicht dieses Blau ist. Das muss ich noch kurz anpassen. Das ärgert mich gerade noch. Ja, das passt. Das ist geil, das ist cool. Ist ganz süß, ja. Mega. Und dann nur den Glow hier komplett drüber über alles. So. Nice. Und jetzt muss ich nur noch speichern erstmal. Very important. Yes. Ah, da 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 da.
Was machst du jetzt? Jetzt experimentiere ich noch ein bisschen rum. Fällt mir schon mal. Jetzt habe ich nicht gesehen, was hast du gemacht? Warte, ich zeig was noch kurz weg. Gesehen? Ja. Bisschen Kontrast verstärkt und Tonwert. Tonwerte verbessert. Ist jetzt alles so ein bisschen graubraun geworden, ne? Es ist farbintensiver geworden, ja. Okay. Okay. Dann möchte ich noch kurz hier testen. Hier Color Lookup. Wir nehmen mal einen von den Epic Luts. Gucken, was da irgendwas Cooles bei ist. Tschüss, den fühle ich auch irgendwie. Warte mal. Voll geil. Ich würde es so lassen. Sieht mega aus, ja. Gefällt mir. Neu-sü, voll gut. Cool. Dann würde ich an der Stelle auch tatsächlich den Stream beenden. Ja, auch ich hätte mich jetzt auch gekinkt. Wo habe ich mir fast gedacht? ja, ab ins Bett, ne? Gute Nacht, gute Besserung. Und man hört sich. Ne? Ist ein cooles Bild geworden, gefällt mir dick. Nice, freut mich. Ja, das nice. Mega krass aus, ja. Cool. Alles klar. Dann haben wir uns die Tage. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, servus.